weiß, wieder ein neues Glück. Die Niki ist zurück und mit einem dritten Versuch. Ganz genau. Einen dritten Versuch, weil das Video versuche ich schon jetzt zum dritten Mal aufzunehmen und eben ging der Ton die ganze Zeit nicht, aber jetzt sollte es funktionieren. Ich habe mal gedacht, ich mache eine Art Wochenrückblick, was jetzt so die letzten Tage passiert ist. Das ist ja vom 5.7. bis zum 11.7. jetzt. Der vorherigen Woche am Freitag habe ich ja einen Führerschein bekommen und am Montag den vorläufigen, also an meinem Geburtstag Montag habe ich dann sozusagen vorläufigen Führerschein bekommen und kann jetzt mal endlich Auto fahren. Ja, dann war natürlich Montag, wie gesagt, mein Geburtstag gewesen. Was so diese Woche noch so passiert, generell kann ich mal euch erzählen, wegen dem Percheron, werde ich auch nochmal ein Einzelvideo drüber machen, wie mir das Pferd so gefällt und vom Preislichen her und den Mähen und den Gangarten. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, dass ich wirklich zufrieden bin, also auch wenn es eine Kaltblutrasse ist, wahrscheinlich wird es auch nur mit einem Pferd bleiben, aber ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit den Pferden vom Preislichen her. Ich kann erstmal so eine solide 2 abgeben, kann man so sagen. Aber ich warte jetzt erstmal, bis das Pferd Level 15 ist, damit ich gleich nochmal so einen Champi-Videotest machen kann. Ich weiß, man testet die Pferde eigentlich so nicht in Champis, aber ich mache das immer sehr gerne, um zu gucken, ob ich ja so recht mithalten kann. Also ich mache jetzt keine Speed-Tests oder sowas. Das müsste ja eine Freundin von mir machen. Und dann, wie gesagt, redet man über die Gangarten, den Preis und Leistung her. Ob sich das lohnt, ist immer so eine eigene Sache. Auch das betrachtet das, ob sich das Pferd lohnt. Aber für 850 Darkcoins kann man da echt nicht meckern. So, was ist in dieser Woche noch so passiert? Wir haben den Club in einem Stream mal etwas gesäubert oder wir nennen es mal liebevoll aufgeräumt. Und da kamen auch nochmal sehr, sehr viele Fragen. Und obwohl ich immer sagte, guckt euch den Stream nochmal an. Ist natürlich vielleicht einfacher, wenn ich das hier nochmal erkläre. Wir haben den Club mal aufgeräumt, weil uns aufgefallen ist, dass viele inaktive Accounts drin waren. Wir haben natürlich auch sehr viele, die nur morgens gespielt haben, das ist uns bewusst. Aber ich habe ja nicht nur als Einzige die Augen offen gehabt, sondern Bella und drei weitere Leute haben auch noch immer mit drauf geachtet, wer also online ist. Und es gab auch sehr viele, die unter meinen Videos geschrieben haben, hey, ich bin auf einem komplett anderen Server, bin aber trotzdem in eurem Club. Und wir kommen aber, so zum Motto, die kommen aber auch nicht auf Server 11. Und der Club war, hey, guck mal, da ist so eine online. Weil der Club war ständig voll und es wollten so viele immer in den Club. Es wollten auch sehr viele wirklich nur in den Club, damit sie ihre Ruhe haben. Keine Club-Anfragen mehr bekommen. Wir konnten das einfach nicht mehr hinbekommen, dass wir Leute einladen. Wir sind im Moment nur 38 im Club, also es ist noch satt Platz. Ihr müsst einfach nur entweder Isabel Blue Wave, meine Wenigkeit, Colette Bunny Knight oder Ekaterin Apidorn anschreiben. Die können alle einladen. Und das ist auch kein Problem, selbst wenn der wieder voll ist, dass ihr jeden Tag mal nachfragt, hey, ist der Club platzfrei? Weil es steht uns ja nicht auf der Stirn tätowiert, Club ist voll. Ihr könnt ja nur nachfragen. Das nervt auch bestimmt niemanden. Aber wie gesagt, im Moment sind wir nur 38 und es ist Platz satt. Und das können wir wieder vielen neuen ermöglichen. Weil es gab auch sehr viele Accounts, die inaktiv waren. Vielleicht nie wieder gespielt haben. Oder, was uns auch aufgefallen ist, sehr viele Zweitaccounts, die einfach da nur reingesetzt wurden. Und dann ja auch nie wieder genutzt wurden. Und hat natürlich den Club immer sehr, sehr voll gemacht. Natürlich dann auch vielen dann nicht ermöglicht, da reinzukommen. Deswegen dachten wir, einmal im Jahr machen wir auch mal so eine Säuberung. Es sind natürlich auch viele raus gewesen, die vielleicht fälschlicherweise doch oft online sind. Aber nehmt uns das bitte einfach nicht böse. Wir können ja nicht jeden Einzelnen fragen oder immer 24 Stunden online bleiben und gucken, wer ist online. Aber wir machen ja sowieso nichts im Club. Es ist nicht so gewesen, dass ihr euch jetzt für uns irgendein Pferd kaufen müsst, Klamotten kaufen müsst, dass ihr euch da irgendwie verarscht fühlen müsst. Wir haben da sowieso nichts gemacht. Ich könnte es auch ganz grob erklären. Ich könnte auch einfach alle rausschmeißen und das wäre egal, weil wir machen nichts im Club. Da steht wirklich nichts dran. Deswegen sehen wir es auch jetzt nicht so grob, dass da jetzt Leute rausgeschmissen
Ihr könnt ja wieder rein. Ist ja nicht so, dass wir euch rausgeschmissen haben, ihr dürft die wieder in den Club rein. Um Gottes Willen, nein, ihr dürft wieder rein. Wir haben nur einfach diese Säuberung mal gemacht, um zu gucken, wer alles so aktiv ist und damit sehr viel Platz frei ist. Und es kamen auch sehr viele rein und haben sich auch alle wunderbar gefreut, dass endlich in den Club rein konnten. Und wir haben ja, wie gesagt, Platz satt. Also, wenn ihr drin wart und ihr wart aktiv, nehmt euch uns das nicht krumm, fragt einfach nochmal nach. Wir laden euch nochmal ein. Joa, was kann ich noch so grob erzählen, was diese Woche passiert ist? Da ich es jetzt zum dritten Mal wieder aufnehme, muss ich mir jetzt gerade überlegen. Ich habe gerade nochmal alles in Kurzform gehalten. Kann sein, dass wir diese Woche, also dass ich diese Woche nur jetzt für das Montag ein Video raushaue und vielleicht für das Mittwochs-Update. Die Werbespots, da kommen noch welche, keine Sorge. Aber ihr müsst bedenken, auch wenn diese Videos nur 1 bis 2 Minuten lang sind, da steckt sehr viel Arbeit hinter. Ich denke mir, da ein riesen Text so aus, dass er witzig, spritzig gehalten ist. Da werden viele, viele kleine Szenen aufgenommen. Das frisst auch sehr viel Zeit und die habe ich halt diese Woche nicht gehabt. Vielleicht kriege ich das ja unter der Woche noch hin, was ich aber eher bezweifle, weil ich meist immer spät abends nach Hause komme und dann meist meine Ruhe möchte. Vielleicht kriege ich auch dahin heute noch, heute ist ja für euch Montag, sogar noch einen Livestream rausnehmen, aber es kommt immer darauf an, wann ich zu Hause bin. Ich weiß es halt meist nicht, unter der Woche mal einen Livestream rauszuhauen, da ich ja Führerschein habe, aber nicht immer das Auto habe. Kann das manchmal sein, dass ich dann halt eher zu Hause bin oder nicht. Aber wenn ihr euch wirklich sicher gehen wollt und keinen Livestream verpassen wollt, dann kommt am besten einfach auf unseren Discord-Server. In der Info, Videobeschreibung ist der Link dazu, zu Bella und meinem Discord-Account. Da könnt ihr nichts verpassen. Und dann seid ihr eigentlich immer aktuell auch von den News her, wenn irgendwas mal gezeigt wird oder andere Sachen. Passt ja halt nicht. Joa, was könnte ich euch noch so erzählen? Ja, diese Woche kommt jetzt noch vielleicht meine zweite Impfung dran. Für die Leute, die wirklich eine Spritzenphobie haben, wie ich jetzt zum Beispiel, guckt einfach nicht hin. Die Nadel ist echt winzig. Ihr spürt da gar nichts. Dann braucht ihr euch echt keine Sorgen machen. Und das sagt die Person, die eine Spritzenphobie hat. Und auch so eine Wahrnehmungsstörung hat. Also ich spüre alles etwas anders. Extremer. Aber es hat alles mit der Psyche und dem Kopf zu tun. Wenn mein Hirn sagt so, boah, es tut ultra weh. Aber eigentlich tut es gar nicht weh. Und ich habe kaum was gemerkt. Also hoffen wir, dass ich euch die Angst damit ein bisschen wegnehmen kann. Aber vielleicht gehört ihr auch zu der Partei, die sagt, hey, nee, ich bin nicht so der Impftyp. Dann akzeptiere ich das auch voll und ganz. Aber ich bin mal gespannt, wie meine Zeitimpfung wird. Und dann bin ich auch endlich durch. Da hoffe ich mal, dass dann diese Woche nichts passiert. Dass ich nicht nochmal Fieber kriege oder so. Muskelkater halt am Arm. Aber sonst hatte ich halt auch gar nichts. Ja. Was könnte ich euch noch so erzählen? Ein bisschen Gesprächsstoff. Ich habe noch ein Video in Planung. Da muss ich immer noch warten, bis ich von S oder das Go bekomme, weil ich zeige ja nur Sachen, die wirklich erlaubt sind. Sollte ich da das Go bekommen, dann könnt ihr euch da auch schon mal drauf freuen, was ich euch jetzt zeigen werde. Wurde gesagt, das ist in Ordnung, aber ich frage da lieber SSO mal selber nach, bevor ich da irgendjemand anderen glaube, bevor ich irgendwas zeige, was halt nicht erlaubt ist, weil ich zeige ja euch nur auf dem Kanal Sachen, die wirklich erlaubt sind und nicht was in den Daten steht oder irgendwas anderes gezeigt wird, nur wirklich Sachen, die erlaubt sind. Ja, das. Bevor ich jetzt noch irgendwas künstlich in die Länge ziehe, war es das eigentlich auch ein. So kann es wahrscheinlich nur sein, dass vielleicht nur 2 Videos diesmal in der Woche draußen sind, aber ich habe ja mal gesagt, der Community-Tab, dass ich jetzt nicht immer zwangsweise 3 Videos aufnehme, sondern einfach so aufnehme, wie es halt zeitlich passt und was mir gerade so einfällt. Weil ich finde dieses, du musst 3 Videos in der Woche rausbringen, langsam etwas, was anderen machen will. Schaffen wir noch? Finde ich so ein bisschen gezwungen und das sollte man natürlich nicht als YouTuber sich dazu zwingen, jede Woche diese Anzahl an Videos rauszuhauen. Auch wenn ich merke, dass
Ja, auch jetzt, selbst wenn ich ein oder zwei Videos rausbringe oder drei oder vier, den Abos kriege ich das immer so sehr, 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 sehr langsam. Und wenn aufrufen, sehe ich das ja auch, dass es immer nur sehr wenig ist. Aber gut, wenn es nun mal so ist, wir gehen ganz langsam jetzt auf die 3000 zu. Das ist für mich schon ein sehr großer Erfolg. Ob ich da jetzt nochmal Gewinnspiel mache, bezweifle ich jetzt. Aber vielleicht nochmal einen schönen langen Livestream, wo ich dann mit jedem von euch reden kann. Da freuen sich ja auch mega viele zwar. Vielleicht kriege ich ja sowas hingedeichselt, dann reden wir mal alle zusammen. Dann ist das auch so eine kleine Überraschung für euch. Vielleicht nochmal bei 4.000 oder 5.000 Abos, dass ich vielleicht da nochmal einen Gewinn. Nein, hat natürlich nicht ausgereicht, aber egal. Aber ihr Lieben, ich will immer sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.